32 Meter lang, 50 Tonnen schwer. Mitten in der Kasseler Straße von Bad Vilbel wird die S-Bahn-Strecke erweitert. Und 5 dieser Teile müssen nebeneinander gelegt werden und bilden ab morgen eine neue Brücke. Denn die alte ist weg. Wolf-Dieter Tigges hat alles im Blick, denn hier muss jeder Griff sitzen. Das Regenwetter stört da am wenigsten. In der Nässe arbeiten Sie ganz normal? Das ist ganz normal. Okay. Aber Sie werden dann keine mit freiem Oberkörper sehen bei den Temperaturen. Und zum Glück sei das Wetter heute auch einigermaßen beherrschbar, sagt er. Wir haben Gott sei Dank keine großen Winde. Winde wäre für uns im Moment das Schwierigste, denn auch diese Teile sind sehr windanfällig und sie fangen an zu kippen und drehen. Und wenn die anfangen zu kippen und drehen, kann ich sie nicht in die Endposition bringen. Es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, um die schweren Lasten genau zu bewegen. Die Brückenteile werden von 2 Kranführern gehoben, zusätzlich angeleitet von Kollegen am Boden, damit keine Straßenlampe aus Versehen mitgenommen wird. Es ist kein Problem, das müsste alles passen. Hier wurde die alte Brücke entfernt und die Trasse verbreitert, damit die S6 zwischen Frankfurt und Bad Vilbel eine eigene Strecke bekommt. Alle Träger werden nach und nach nebeneinander montiert, und zwar sehr eng. Wenn's gut klappt, passen die Bauteile millimetergenau zusammen. Minimale Abweichungen bei den Verbindungselementen sind aber kein echtes Problem. Eine Strebe würde jetzt nicht das Bauwerk zum Versagen bringen. Es wird aber auch so sein, dass im Nachgang auch unsere Bauerwachen einfach nochmal kontrollieren wird, ob alles passt. Und wenn da nochmal was nachjustiert werden müsste, dann gibt es immer die Möglichkeit, dies noch hier auf der Baustelle zu tun. 2,5 Stunden später. Jetzt fliegt das dritte Teil herbei. Wenn alle 5 nebeneinander liegen, wird darüber bald ein frischer Boden betoniert. So entstehen später hier 2 neue Gleise. So dass unsere Kunden zukünftig in einem regelmäßigen Takt mit der S-Bahn fahren können und wir getrennte Gleise für die S-Bahn haben. Da drüben sehen wir unsere zukünftigen Fernbahngleise und wo wir gerade tätig sind, das wären dann unsere zukünftigen S-Bahngleise. Frühestens im kommenden Herbst wird die neue S-Bahn-Strecke freigegeben. Der Ausbau der Gleise ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Rhein-Main-Gebiet. Die S6 soll künftig schneller, also alle 15 Minuten, regelmäßiger und zuverlässiger fahren. Und die Geduld der Autofahrer soll hier an der Brücke aber nicht mehr lange auf die Probe gestellt werden. Es ist alles im Vorfeld vorbereitet gewesen und wir wollen halt auch die Beeinträchtigung der Stadt Bad Vilbel mit der Sperrung der Kasseler Straße so gering wie nur möglich halten. Die Sperrung der Kasseler Straße als wichtigste Verkehrsader in Bad Vilbel wird wohl schon am Donnerstagnachmittag aufgehoben. Das zumindest verspricht die Bahn.